Und da sind wir wieder mit Let's Play Mass Effect 3. Okay, ich bin jetzt gerade immer noch am Überlegen, ob ich jetzt vielleicht noch eine Nebenmission vorher mache, bevor wir uns wieder dem Hauptziel zu widmen. Einfach darum. Ich glaube, hier war ja weiter nichts gewesen. Okay, wo blinkt's denn noch? Da könnte man noch hin. Ja, da kann man hin, aber Citadel will ich jetzt gerade nicht. Da hinten zu den Cerberus-Laboren. Will ich jetzt gerade auch nicht. Da ist der Würgeschlund. Minus Irland. Apienkranz. Da sind wir gerade. Milanest, Exodus Cluster. Es ist irgendwie echt das Problem, dass man nicht weiß, dass hier nicht angezeigt wird, wo die Nebenquests sind. Und dass bei den Nebenquests auch nicht gesagt wird, wo man hin müsste. Gucke ich mich mal da eben um. Ach, so funktioniert das. Wrack. Ach so. Ah, das ist die Reaper-Aufmerksamkeit. Ach, jetzt verstehe ich das. Von da könnten Reaper kommen. Okay. Fliegen wir mal nach da hinten hin. Treibstoff macht mir Sorgen. Hier ist wieder alles ruhig. Oh, ist gut, ist gut. Hier wäre, glaube ich, weiter nichts. Dann lieber wieder zurückfliegen. Ganz schnell wieder abhauen, dass die Reaper sich hier wieder beruhigen. Zellerbahn. Anflug. Kann man hier landen? Jetzt müssen wir vielleicht gucken, wo wir landen können. Hier war hier irgendwo war eine Nebenquest. Also wie sieht's hier aus? Können wir auch nicht landen? Ist hier noch irgendwas? Da ist noch einer. Kann man auch nicht landen. Ich hätte hinten meinen Planeten nochmal gucken sollen. Na egal. Wo kann ich eigentlich Treibstoff wieder aufladen? Fällt mir jetzt gerade mal ein. Na super. Fliegen wir mal dahin. Signal bestätigt. Ach, haben uns nicht bemerkt. Oh, oder doch. Wieder drüber. Ach, von denen kriegen wir unseren Treibstoff. Alles klar. Gasriese. Nein, da können wir auch nicht. Auch nicht. Er musste aber wirklich hier überall so lang fliegen und drauf hören, ob es irgendwie Beep macht oder so und dann scannen. Das ist auch ein bisschen. Naja. Oh, nicht. Ich kann ja nirgends drauf landen. Oh je, Blut ist das. Noch vier weitere Systeme, wo man hinfliegen könnte. Oh je.
gucken. Fliegen wir mal zu einem, der nicht ganz so weit ist. Ist ja egal, wo man dann zuerst anfängt. Aber hier kann ich auch nochmal. Manche Planeten sind so klein, die sehe ich gar nicht. Die merke ich ja nur, weil ich aus Versehen mal dran vorbeifliege. Okay. Ludus oder Kakos? Machen wir mal Kakos. System anfliegen. Sayata. Die manche Planeten haben aber auch schon komische Farben. So, mal hier so ein bisschen rumdüsen. Das macht ja zum Glück keinen Treibstoff weg. Der ist ein großer Grüner. Sagt er hier? Oh, jetzt. So, das gehört leider dazu, dass ich mir auch ein bisschen die Planeten hier abklappern muss. Das war ja in zwei genauso gewesen. Ach, hey. Er hat bis jetzt aber auch nichts piep gemacht. Ich dachte, es einfach mal scannen. Ich wollte gerade schon sagen, mich hätte keiner bemerkt. Doch, haben sie. Das ist nicht der Planet. Okay, hier scheint aber nichts weiter zu sein, also fliegen wir mal wieder weg. Aber da musst du richtig aufpassen mit deinen Ressourcen. Dass du ja nicht zu viel rumfliegst. Also hier haben wir uns noch nicht so sehr entdeckt. Mal ein bisschen rumfliegen. Ui. Hier ist hinten so leer. Ist hier vielleicht irgendwas? Nein. Oha. Das haben sie aber gleich wieder aufgeschnappt. Na, okay. Kommen wir da sofort, oder werden die langsam mehr hier? Na, komm, dann fliegen wir dahin, oder? Komm, einmal noch. Dann habe ich ein ganz... Danke. Einen ganzen Partner so Planeten abklappern. Das muss auch mal sein. Dass du echt nirgends wo landen kannst. Aber ich könnte ja froh sein, dass ich mir das nicht nochmal alles durchdrehe. Eden Prime! Ah! Da müsst ihr auch eigentlich landen können. Das war die erste Welt im ersten Teil, wo wir drauf waren. Dass wir da nicht hin können. Oder kannst du wirklich auf gar keine Planeten drauf? Ja, naja, auch ein bisschen doof. Okay, aber da Asgard. Wer Stargate kennt, wird sofort den Namen kennen. Ich habe etwas gefunden. Die Reaper haben es anscheinend nicht bemerkt, auch gut. Haben wir 203 Stunden verhalten, gut. Ich glaube, das Upscannen ist wirklich nur für die Treibstoffe da. Ja, was ich in dem Quest, da muss ich irgendwas immer besorgen, Informationen oder Gegenstände, die muss ich wohl zufällig finden, habe ich das Gefühl. Mein 2 hat es immer noch präzise Angaben, meistens wo du es finden konntest. Naja, dann werden wir jetzt halt zu Diplomaten fliegen. Ich habe da jetzt noch eine Mission mit der Cerberus Forschungsanlage, aber ich will nicht schon wieder zu Cerberus. Ah, hier ist ein Treibstoffdepot. Gut, Treibstoff tanken. Okay, dann mal los. Diplomatenschiffe. Ja, jetzt wird's lustig.